Hallo und willkommen, heißt hier uns dieser schreckliche, brutal gequälte Wal. Und ich sag euch auch nochmal Hallo und freue mich, dass ihr hier seid bei dem Unterfangen, dieses arme Tier hier zu befreien. Naja, mehr oder weniger zu befreien, zumindest von ihren körperlichen Schmerzen. Das werden wir auch sofort tun hier in der neuen Aufnahmesession. Da gehen wir noch nicht raus. Weil, es wurde zwar gesagt, ja, ich habe das gelesen, ganz beiläufig, weil ich nach was anderem gesucht habe. Und zwar nach dem Fakt, weil ich überlegt habe, ob ich das Ding hier trotzdem in die Luft jage oder nicht. Und es somit ab absurdum führe, das Ganze. Und zwar, immer wenn ich diesen Raum verlasse, tauchen hier... Ich habe das ehrlich gesagt nochmal kurz nur getestet, weil ich wissen wollte, ob ich das hier in die Luft jagen kann. Es geht, aber ich weiß nicht, ob es krasse Auswirkungen haben wird, was Bundry oder Bundry angeht. Das weiß ich nicht. Deswegen. Normalerweise tauchen dann, wenn man, sobald man den Raum verlässt, seltsamerweise. Hier sind ja, ich meine, wir sehen ja hier keinen einzigen Bewusstlosen, ne? Aber sobald man den Raum verlässt, so war es zumindest beim letzten Mal, als ich das noch ein bisschen ausgetestet hatte, kommen sofort drei Leute, tauchen hier plötzlich auf. Und ich habe gelesen, dass es halt nur die Leute sind, die wieder zum Bewusstsein kommen. Aber das kann ja wohl nicht sein. Weil hier ist ja niemand. Wer soll denn hier zum Bewusstsein kommen? So, jetzt holen wir uns erstmal das und in dem lösen wir das arme Tier hier, das sehr aufgeschlitzt ist. Jetzt müssen wir nur das Auge finden. Das soll danach einfach hier einzusammeln sein. Aber ganz ehrlich, ich wüsste leider nicht, wo genau es bitte schon zu finden sein soll. Habt ihr gesehen, dass es irgendwo hier rausgeflogen ist? Ich nehme mich nicht. Ach, es ist einfach nur dunkel geworden. Ja, das erklärt einiges. Und eine andere Sache, die mir aufgefallen ist. Ich wäre da im Leben, glaube ich, nie drauf gekommen, hätte ich das nicht nachgelesen. Aber ich wollte ja, wie gesagt, euch das ja hier nicht... ich wollte ja nicht, dass ihr das nicht mitbekommt. So. Ich wollte ja, will ja hier alles mitnehmen. Was war denn das? 4? Ne, 5 glaube ich. Ich kann gleich nochmal nachgucken. Das ist nämlich eigentlich relativ raffiniert gemacht. 2-1 war es nicht. Ich schaue einfach mal nach, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Und zwar gab es hier eine Notiz. Die ist mir so gar nicht aufgefallen. Da denkst du ja auch nur so, ja, interessant. Und zwar der Verletzungsbericht. Und der ist die Kombination für den Save. Finde ich übrigens sehr intelligent und sehr cool gemacht. Kommst halt nicht drauf. 5 Verletzungen innerhalb einer Woche, 2 davon führten zum Tode. Da hast du die ganzen Zahlen. Und ja. Also wenn man sowas so liest, kommst du nicht wirklich sofort drauf, dass es sich dabei um eine Kombination handelt. Jetzt habe ich es wieder falsch rum gemacht. Na. Kommst du halt nicht drauf. Ich meine, warum auch? Hätten wir noch Ewigkeiten suchen können. Wir nehmen erstmal den Barren mit. Und natürlich das Knochenartefakt. Überwältigen. Das rüsten wir wahrscheinlich auch gleich aus. Wir haben ja nicht so viel. Gewinne umkämpfte Interaktionen mit Leichtigkeit. So. Haben wir das auch. So, wir haben jetzt das Auge. Und wir haben quasi den Safe ausgeräumt. Jetzt gibt es... Jetzt müssten wir eigentlich nur noch hier abhauen und das war's, weil wir haben Bundry ausgeschaltet und in der Kiste gepackt. Und wenn wir jetzt das hier in die Luft jagen würden, würden wir alles absurdum führen. Ich werde das jetzt hier mal speichern und dann werden wir mal sehen... werden wir sehen, ob das eine krasse Auswirkung hat. Wenn ja, also wenn Bundry dabei danach tot ist, ich weiß nicht, wie die Spielmechanik das... aufnimmt. Da werden wir gleich sehen, werde ich das dann nochmal laden und ohne hier alles in die Luft zu jagen, das machen eben. Das
Das werde ich auf jeden Fall dann direkt mitbekommen. Ach nein. Sorry, sorry, sorry. Wir gehen wieder hier rein. Ach, jetzt... Seht ihr, jetzt sind die Typen da wieder da. Aus dem Nichts quasi. Und die machen dann einfach nur Ärger einem die ganze Zeit. Ich meine, da lagen zwei, aber von wo kommen die drei jetzt auf einmal? Haben wir jetzt ganz geschickt gemacht, weil hätten wir ein bisschen anders machen müssen. An sich. Naja. Weil ich wollte eigentlich dieses ganze Zeug hier in die Luft jagen, aber mal, wenn wir mal drüber nachdenken, das sind zwar alles Schlachter, das sind miese Schweine, die meisten davon, wenn nicht sogar alle. Ist immer so die Frage, haben sie denn trotzdem den Tod verdient? Überhaupt irgendwer den Tod verdient, bleibt dann die andere Frage. Da würden wir wahrscheinlich alle irgendwie Nein sagen, weil das Töten von irgendwelchen Idioten macht uns doch nicht besser als diese Idioten. Und naja, wie gesagt, wir können das halt hier trotzdem machen. Indem wir halt hier halt hier rumdrehen. Das dürfte den ganzen Leuten hier nicht gefallen. Es gibt vier insgesamt. Die sind auch relativ leicht zu finden. So, da ist das nächste. Aktivieren wir das mal auch. So, wie gesagt, das ist nur ein Experiment. Ich weiß noch nicht, ob ich dabei bleibe. Oder nicht. Ja, ich finde es übrigens nicht so toll, dass die dann irgendwann wieder aufwachen. Ich meine, ja, klar, macht wahrscheinlich irgendwo schon Sinn, aber gut heißen muss es ja trotzdem nicht, ne? Also, jetzt nochmal auf die Schnelle hier. Weitergehen. Oh, bin ich jetzt dran vorbei? Ne, ich bin direkt runter. Uns fehlt dann also nur noch das Ding hier draußen. Da unten gab es, wie gesagt, eins. Wer macht die Tür denn eigentlich mal zu? Ich habe die nicht zugemacht. Die fällt, glaube ich, immer von alleine ins Schloss. Habe ich so langsam das Gefühl. Ich höre Leute reden, aber ich sehe niemanden. Und da unten. Das eine Ding ist dort und das andere ist, glaube ich, in der anderen Halle unten. Das Problem ist einfach nur, dass es hier leider immer alles so gut bewacht ist. Oh oh. Gar nicht so cool zu sein. Das bringt uns auch nicht unbedingt etwas. Ich dachte, wir könnten hier durch, können wir aber nicht. Scheiße, scheiße. So. Hui! Haben uns nochmal aus der Affäre gezogen. Du kommst hier nicht lebend weg. Peng!
das können wir mitnehmen. Die Dinger sind halt was wert. Ui. Das war knapp, wie ihr sehen konntet. Das ist voll blöd, man kommt hier rein und der verlässt sich dann sofort. Da oben läuft der andere Typ herum. Und ich hoffe, dass er jetzt wieder hochläuft. Während wir... Wo war denn der Scheiß? Scheiße, wo war das? Das war hier. Und ich weiß, dass das Ding hier war, weil ich habe keinen Bock, das 10-mal zu machen. Wo war denn das? Das war doch hier. So, können wir hier nicht irgendwie raus? Gott. Mist. Das war nicht so gedacht, das Ganze. Ich weiß gerade auch nicht, wo war denn dieser... Da unten war der. Wir sind doch die besten Freunde. Großes Ehren. Hier, mein bester Freund. Ja, komm, halt's Maul. Ich bin doch nicht blöd. Ich weiß, dass du hier bist. Komm endlich raus. Ja, über deinen, nicht gesundheitlichen Zustand, aber über deinen geistigen Zustand will ich jetzt nicht debattieren. Freund Nase. Dazu bin ich nicht hier. Dazu bin ich nicht hier. Da konnten wir schnell, abhauen. Wie gesagt, ist... es macht nicht sehr viel Sinn, dass wir das hier so machen. Ja, du hast mich. Dafür betäube ich dich auch. Alter! Was wär's um dich geschehen? Du stirbst nur bei der Explosion an. So, und jetzt können wir nochmal ganz schnell hier hin. Also so sieht's dann aus, wenn man den ganzen Kram hier in die Luft jagt. Der letzte Hebel, der müsste hier unten drin sein. Wir sehen, da passiert gerade nichts. Ich hoffe, hier ist auch wirklich niemand. Der ist nämlich hier, wo war das denn? Hier, genau. Das ist Nummer 4. 4 sind es an der Zahl. Hui. Wir werden jetzt mal rausgehen. Und dann werden wir mal sehen, was das denn bitte schön für den Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob wir hier hochkommen. Ich werde es mal versuchen, da hochzukommen. Kann aber nichts versprechen. Ah, sehr cool. Die Tipp hatte ich auch gelesen, dass man hochspringen kann und dann bleibt man ja in der Luft stehen und kann sich dann dadurch hochteleportieren. Das funktioniert hier ganz gut, muss ich gestehen. Geht das hier auch? So, dann hauen wir nämlich durch den Dacheingang ab. So, kommen wir hier irgendwie besser weg? Das ist schwer. Während das hier alles explodiert, aufs Rad kommen wir hier nicht drauf, oder was? Doch, kommen wir. Jetzt müssen wir nur noch
da hochkommen. Gar nicht gefährlich. So. Und da kommen wir dann raus. Wow. Die Explosion war nicht so schön gerade. Das heißt aber eigentlich an sich, dass das Chaos, der Chaos-Faktor eben dadurch steigt, dass wir jetzt hier sind. Und wir hauen hier ab. Was rede ich da? Nicht, dass der Chaos-Faktor steigt, dass wir hier sind, sondern wenn wir das Ding in die Luft jagen. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal gespeichert. Ich meine, wenn wir das nicht machen, können wir das einfach schnell laden und einfach nur rausgehen. Ich glaube, da dürfen wir auch nicht so viele Probleme mit irgendwelchen Wachen haben hier. Dann können wir auch einfach nur hochklettern und dann sind wir auch draußen. Also dann wird uns nichts entgehen, weil wir haben jetzt so das Wesentlichste davon, glaube ich, auch gesehen. Verlasse das Schlachthaus, fliehe aus dem Schlachthaus. Fluch! Scheiße! Die Rohre gehen hoch! Nur weg hier! Ja, haut ab! Ich dachte, die laufen hier dann nur. Die müssen schon wegrennen. Wenn wir uns dann hier auch aus dem Staub machen. So, die werden uns nämlich jetzt nicht großartig Beachtung schenken, während hier alles in die Luft fliegt. Deswegen können wir uns jetzt einfach hier verziehen. Billy Lurk ist hier. Ich bin mal gespannt, wie sehr sich das dann jetzt unterscheiden wird. Es gibt ja keine richtige Zeit, dass wir uns beeilen sollten und sowas. Weil Gefangene gibt es ja keine. Dadurch, dass wir, wie gesagt, beides gemacht haben. Ja, der läuft jetzt ganz gemütlich da raus. Bin ich halt gespannt, wie die Auswirkungen dann... Okay. Hau einfach nur ab. So. Passt schon. Hier auch so raus. Und weil es so schön war, kochen wir jetzt ein Süppchen. Boah, riesiges Auge. Hat den Grenzwert überschritten. Alle Mitarbeiter müssen sofort das Gelände verlassen. So, und hier sehen wir eigentlich schon, dass die Leute, wenn sie denn das hätten, wenn sie denn da eigentlich am Leben sind, können die eigentlich auch abhauen. Ich meine, das explodiert ja jetzt gerade noch nicht. Schnelle Vorwärtsbewegung, Stufe 2. Schnelle Vorwärtsbewegung über kurze Distanz. Während des Zielens hält die Zeit an, wenn du dich nicht bewegst. Strategischer Hinweis, teleportieren erlaubt es dir, dich ungesehen sehr schnell zu bewegen. Ist also bestens für das Schleichen geeignet. Denn du kannst dich von einem Versteck ins nächste begeben und sogar von Dach zu Dach hüpfen. Wenn du einen Sprung mit dieser Kraft kombinierst. Die Zeit stoppt auch während eines Sprungs, wenn du dich nicht mehr bewegst. So kannst du taktische Entscheidungen über ein Ziel oder sogar Tricks wie um die Ecke teleportieren durchführen. Teleportieren kannst du auch wirkungsvoll einsetzen, um nicht ahnende Gegner auszuschalten, auch per Falkenangriff oder bewusstlos zu wirken. Die Mana-Kosten für diese Kraft sind gering, sodass du selbst dann teleportieren kannst, wenn du keine Elixiere mehr besitzt, weil sich dein Mana-Vorrat von selbst wieder auflädt. Während du teleportierst, verändert sich dein Fadenkreuz, wenn du auf eine Oberfläche oder Kante zielst. Ja, das haben wir eigentlich, kennen wir schon alles. Das holen wir uns auf jeden Fall auch. Denn das ist zwar keine Zeitverlangsamung, aber das ist relativ gut. Danach holen wir uns Beweglichkeit wahrscheinlich und dann Vitalität. Das kostet ja nicht viel, kostet ja jeweils nur eine Rune. Und als letztes holen wir uns dann noch die Zeitverlangsamung. Assassinenrufen finde ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so toll. Haben wir noch ein schickes Geschenk von ihr bekommen? Ich glaube, damit haben wir alle Sachen. Warnung! Der Gegentrupp in den Rohren hat den Grenzwert überschritten. Alle Mitarbeiter müssen sofort das Gelände verlassen. Whatever, man. Oh! King Sparrowfedern. Hätten wir fast übersehen. Und ich meine, da ist die
die gute Billy. Wir sind noch nicht fertig, Assassinen. Was ist mit den Schreinen? Was führt ihr dort für blutige Rituale durch? Wo habt ihr diese heidnischen Bräuche her? Verdammte Ratte! Na, jetzt hätte ich gut Zeitverlangsamung gebrauchen können. Was stand da? Hilf Billy Glück, dem Spielaufseher zu entkommen. Aufstehen, sofort! Los. Stell dich nicht so an! Aufwachen! So. Ich weiß, dass du hier bist. Somit ist sie entkommen mit unserem kleinen Trick. Hallo? Geil. Ha, explodiere! Brenne in der Hölle, du Scheißding! So, Billy, reden wir. Danke. Nicht so da. Bevor sie die Hunde loslassen. Was sollen sie denn machen? Können die Hunde etwa hier auf den Dächern herumspringen? Ich bezweifle das. Wenn sie sich in der Nähe des Rothwild-Schlachthauses befinden, verschwinden sie sofort. Wir werden gleich wirklich, wie gesagt, sehen, ob es, was es für einen Unterschied macht. Ob wir das in die Luft jagen oder nicht. Spätestens dann, wenn wir... was für eine krasse Distanz. Spätestens dann, wenn wir, naja, hier, ne? Ihr wisst schon. Spätestens dann, wenn wir hier... Ihr wisst schon was. Die Mission beenden. Genau, das wollte ich die ganze Zeit sagen. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal überlegt, während ihr was tut, weil ihr euch ja darauf konzentriert habt, was anderes zu tun, und dann nicht mehr genau wisst, was ihr eigentlich sagt, und dann noch vor euch hinbrabbelt? Meinst du, wie du jetzt das gerade tust? Ja, genau. Na komm schon. Zack. Stimmt was nicht, Daud? Sie konnten doch töten, ohne zu zwinkern. Es waren sicher Hunderte. Justiziar Timsch lebt im Justizbezirk. Kenn mich dort gut aus. Was ich so höre, liegt Timschs Familie mit sich selbst im Krieg. Fragen Sie seine Nichte Talia. Ich zeig Ihnen am besten den Weg. Gibt heutzutage eine Menge verrückter Reicher, die sich mit Sokolovs Sicherheitstechnik eindecken. Hält Weiner und Plünderer fern. Vielleicht brauchen sie mich. Vielleicht. Gehen wir. Gehen wir. Ich bin jetzt nämlich gespannt, was das für ein Ergebnis ist. Wenn es ein hohes Chaos-Faktor gibt, dann bringt es eigentlich nichts. Ich glaube, wir haben das jetzt uns gegenseitig, Münzen gefunden. Boah, wo haben wir viele übersehen. Also, wie gesagt, ich glaube, das Explodieren von dem ganzen Zeug, das war jetzt nicht so gut. Ich meine, klar, nieder mit den Schlachthäusern. Aber es ist mir gerade ein bisschen zu radikal. So würde das dann aussehen, wenn wir das abschließen. Niemanden getötet. Wir haben Leute getötet. Das macht wahrscheinlich Sinn. Gegner eliminiert einen. Wen haben wir denn eliminiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde es gleich nochmal laden und dann werde ich das, ohne das Ganze in die Luft zu jagen, nochmal machen. Das wird dann, denke ich mal, relativ schnell gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ungefähr genau hier. Bis gleich. Bye.